Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Night of the Rabbit. Herzlich willkommen am klaren Bach. Wir müssen jetzt hier demnächst erstmal, wir hatten, Moment. Ich hab's gleich. Hier war doch noch was, genau, die wollte ich mal untersuchen. Die Setzung der Tür beim letzten Mal. Da sind wir noch gar nicht dazu gekommen. Also, ich hab's vergessen. Ja, nun warte mal, das Blairpunkt ist doch eigentlich schon. Spielladen. Laden. Ja, stimmt. Wir waren ja schon so weit. Hallo? Was soll das jetzt werden? Seltsam. Unverschlossen. Was steht da? Da steht A. Molena. Bitte keine Werbung einwerfen. Wie mysteriös. Okay. Dann gehen wir mal nach in die Gärten hinein und von da aus gehen wir dann mal in die Stadtmitte. Und von da aus gehen wir dann, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, 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 nein. Hä? Okay. Habe ich jetzt noch mal. Es ist sehr verwirrend hier alles. Ich bräuchte mal eine Karte oder sowas. Von hier aus. Und eine von den Kanonen. Wo kam ich denn jetzt hier nochmal? Ach, richtig. Okay. Siehst du, aber hier war ich noch nie. Weg durchs Gras. Wohl nicht, was wir hier nochmal hier. Stimmt, ich höre es nochmal hier. Hallöchen, Humbert. Ich hab vielleicht Hunger. Ja, yeah, wie wär's denn mit einem verzuckersüßten Honiglolli? Nachtisch ist immer am besten, wenn man ihn vor dem Hauptgang isst. Was riecht da so gut? Oh, ein Honiglolli. Okay, ich sag dir was. Du gibst mir den Lolli und darfst du. Ausnahmsweise. Lecker und gesund. Ehrlich gesagt glaube ich, dass der Lolli durch den Honig sogar gesünder geworden ist. Kann gar nicht sein. Gesunde Sachen schmecken. Seit wann sind so komische Wiesel wie du Gesundheitsexperten? Hier scheinen Tiere doch zu allem fähig zu sein. Da würde mich ein Wiesel, das Gesundheitsexperte ist, auch nicht wundern. Was war das denn? Irgendwie ist die neuesten Einträge nie vorhanden so auf dem Ding. Na dann schauen wir erstmal hier. Weitefeld. Ich bleibe besser auf den ausgeschilderten Wegen. In den Feldern würde ich mich hoffnungslos verlaufen. Die Sonne hat die Felder ganz schön ausgetrocknet. Ein kurzer Schauer würde denen sicher gut tun. In der Tat, aber wo geht's denn hier? Oh mein Stopp. Oh, die Ursula. Was war das? Wird jemand von einer Krähe angegriffen? Das ist doch Ursula! Okay. Ist der aber riesig? Der riecht ganz schön ledrig. Wer den wohl verloren hat? Wir müssen der Ursula jetzt irgendwie helfen. Moment. Das macht sie bestimmt nur noch wilder. Okay. Das macht sie bestimmt. Hier haben wir eine Radio. Vielleicht kann man die Antenne flitschen lassen, um die Krähe zu verscheuchen. Aber ich komme nicht an die Antenne ran. Ah, okay, alles klar. Kann ich eventuell mit dem Ring so runterziehen? Die behalte ich besser. Okay, mit dem Ring geht nicht, mit dem Stock eventuell. Ein Stock bringt hier nichts. Werbung Schnürsenkel, genau.
Der hat ein gemächliches Tempo drauf, dann wird das da gerade einmal. Der Schnürsenkel sieht noch ganz brauchbar aus. Den nehme ich mit. Das Schnürseil meinst du? So, Schnürsenkel. Vielleicht kann ich damit die Antenne flitschen lassen und der Krähe damit einen zu passen. Getroffen! Ah, Mist! Das bewegt sich ja nicht! Hoppla! Na, die Antenne braucht doch eh keiner mehr. Mit dem Haken daran lässt sich das Seil wie ein Wurfanker werfen. Ja, durfte ich jetzt noch? Lass die Kleine in Ruhe, du Vieh, oder ich verpasse dir eins. Ich glaube nicht, dass sie das beeindruckt. Ich frage mich, warum sie uns nicht angreift. Da guckst du, was? Mist, die war nicht nah genug dran. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Okay. Wie niedlich. Aber irgendwie sieht sie nachdenklich aus. Sie scheint direkt auf den überschwemmten Teil des Waldrandes zu schauen. Ich wollte eigentlich nicht das wissen, dass sie nachdenklich ist. Ich würde eigentlich... Da guckst du, was? Mist, die war nicht nah genug dran. Vielleicht kann man die Antenne flicken, aber ich komm... Ja, okay, Der Mauswalder Stadtrat informiert. Solange die Überflutung anhält, ist das Auendorf gesperrt. Betroffene melden sich bitte im Rathaus. Plündern verboten. Und dann steht da noch... Gefahr. Tiefes Wasser und Krähen. Klingt ganz schön gefährlich. Ja, was machen wir jetzt hier? Du kannst ja lesen, so viel du willst, aber... Wir bräuchten einen Plan irgendwie. Das Tempo von ihm ist sehr gemächlich. Das Vorderrad ist festgefroren. Das ist doch das gleiche Zeichen, das ich in meinem magischen Brief gesehen habe. Das Zeichen der Baumläufer. Vielleicht. Und was haben wir hier? Blausaftautomat? Nur noch ein Fässchen Blausaft ist übrig. Scheint, als ob hier im Mauswald der Blausaft knapp wird. Na, nimm's. Blausaft. Jedes Fässchen ein Genuss. Nur zwei Laubtaler. Ein guter Schluck bringt großes Glück. Ein Qualitätsprodukt der freundlichen Waldzwerge. An dem Wort freundlich steht ein kleines Sternchen und ganz unten dazu noch etwas Kleingedrucktes. Der Kauf und oder Verzehr dieses Waldzwerge-Erzeugnisses verpflichtet die Waldzwerge nicht dazu, den Kunden freundlich zu behandeln. Okay, gut. Bringt mir aber immer noch nicht viel. Ich weiß nämlich auch noch nicht, was ich machen soll hier. Pilze habe ich hier noch, aber das bringt mir auch nichts. Ach, das Kombinieren von Dingen. Nein, ich... Das muss nicht... Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Okay. Der Haken an dem Schnürsenkel ist ganz schön scharf. Kann ich damit irgendwas anderes an... Das Gebäude ist eingestürzt. Das sieht aus, als hätte jemand die Decke und Wände einfach auseinandergehackt. Gruselig. Das ist eine Radiostation. Bleib, wo du bist. So kommt die Krähe nicht an dich ran. Irgendwas muss ich doch tun können. Aber ich bin zu weit weg.
Ja, was könntest du tun? Na, wenn Tauben aus dem Stadtpark darauf anspringen? Ach lol, wirklich? Anjas Muffins scheinen zumindest auf Federvieh anziehen zu wirken. Wenn ich mir so anhöre, wie das Zeug klingt, dann möchte ich es ehrlich gesagt nicht wirklich essen. So, jetzt gibt's Saures. So, da haben wir die kleine Ursula gerettet. Kein Grund mir zu danken. Ich, Zauberlehrling Jerry Haselnuss, helfe immer gerne, wo ich kann. Ich hab alles gesehen. Du bist ein Held. Ach was, mein Freund Uli ist auch so wie du. Leider ist er... Naja, hier, nimm das. Was ist das? Werbung. Irgendwie müssen Mäuse wie ich sicher ihren Lebensunterhalt verdienen. Wow. Lol, nimm das. Er hat gesagt, dass ich ein Held bin. Jetzt bringen wir dich besser nach Hause, Ursula. Du darfst sogar in meinem Rucksack reisen. Flup, Ursula. Sie hat noch eine Krähenfeder in der Hand gehabt. Ob Ursula sie der Krähe ausgerissen hat? Lol. Ich glaube, sie fühlt sich bei mir ganz wohl. Na, du bringst mir doch nicht meine Sachen durcheinander, oder? Oh, wer könnte dem kleinen Fratz schon lange böse sein? Okay. Hier ist noch eine Notiz. Hier hängt ein handgeschriebener Zettel. Vorsicht, dies ist Krähengebiet. Solange die Gegend am Fluss unsicher ist, werde ich vom Sumpf aus auf Sendung gehen. Mauswald Radio. Die Stimme von Mauswald gibt nicht auf. Gezeichnet Ludwig Gräber. PS. Okay, jetzt ist auch noch der Sumpfweg überflutet. Ich mache Sendepause, bis der Weg wieder frei ist. Das Gebäude liegt in Trümmern. Ich kann das dumpfe Gefühl nicht abschütteln, dass die Krähen hier unangenehme Zeitgenossen sind. Meinst du, lecker... Da komme ich nicht ran. So vielleicht nicht, aber du hast doch einen Stock. Stock OP. Ein Stock bringt hier nichts. Nicht okay, du hast einen Löffel. Das muss nicht gelöffelt werden. Du hast doch einen Haken. Ich bin besser vorsichtig. Okay, Postfahrer ist eingefroren. Lol. Noch einer. Das war gar keine Absicht, aber okay. Haben wir hier denn noch einen? Da ich jetzt zufällig schon mal auf einen geklickt habe und jetzt einfach mal sage, ey, das war geplant, ey, das war alles geplant, ey. Nö, ja, aber ich habe gesehen, dass hier noch einer war. Bühne Momento. Flup. Wieder einer. Sonst doch passieren? Nö, ich glaube nicht. Gehen wir mal zurück. Na du? Kommt der denn jetzt her? Frosch in Uniform. Na, wenn das nicht der vielversprechende junge Baumläufer Jerry ist, von dem alle Welt spricht. Du hast nicht zufällig gerade einen Feuerzaubergriff bereit, oder? Das bin ich. Aber leider bin ich noch mitten in der Ausbildung. Gerüchte verbreiten sich hier schnell. Ich hoffe, dir ist klar, dass ich mit dem Feuerzauber nur Spaß gemacht habe. Mein Fahrrad ist nämlich aus einer Streichholzschachtel gebaut. Die brennen wie Zunder. Ah, okay. Dann, bist du Plato? Bist du Plato, der Briefträger? Nun ja, wenn die Pakete heute nicht ankommen, bin ich wohl wieder nur Plato, der Frosch.
Okay. Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. So ein Unglück. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen. Dann soll ich es nehmen? Sind das deine Pakete und Briefe? Nein, aber ich bin für sie verantwortlich. Aber jetzt ist mein Rad hier stecken geblieben und ich bekomme es nicht frei. Das heißt, ich kann die Post nicht verteilen. So spät war ich mit meiner Runde noch nie dran. Soll ich die Post vielleicht für dich austragen? Du willst die Postsendungen wirklich für mich ausliefern? Klar. Ich laufe hier sowieso schon den ganzen Tag hin und her. Damit würdest du mir wirklich helfen. Dann kann ich auf mein Rad aufpassen. Weißt du, meine empfindlichen Froschfüße sind besser zum Fahrradfahren geeignet als zum Wandern auf Waldwegen. Kein Problem. Die Post ist schon so gut wie ausgetragen. So, na dann haben wir eine Markierung. Aber wir haben ja noch einige Wege zu erforschen. Hier runter geht es momentan noch nicht. Auch da geht es noch nicht lang. Der große Fluss da hinten ist über die Ufer getreten. Sieht so aus, als hätten die Bewohner ihre Häuser verlassen. Und dann schauen wir mal, was es hier hinten so für uns gibt. Nanu? Okay. Sieht so aus, als ob die Zwerge auch mit der Post in Kontakt stehen. Aber wenn sie diesen beliebten Blausaft brauen, dann verschicken sie den sicher auch per Post an Kunden. Was haben wir denn hier? Da steht etwas auf dem Zettel. Quarantäne. Unser Mitbewohner Steinberg-Waldzwerg leidet an einer schlimmen Krankheit. Er ist grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Und jetzt ist er auch noch krank und hustet und niest. Nicht stören. Bis zum Ende der Quarantäne zelten wir tief im kalten Wald auf matschigem Boden. Deshalb sind wir grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Blausaftproduktion wird ausgesetzt, bis Steinberg wieder gesund ist. Schmiedeeisen und Holzer, Waldzwerge. Okay. Fest verschlossen. Da hängt ein Zettel. Den kennen wir ja schon, und da hängt auch der große Zarow, hellsichtiger Illusionist, bald auch in ihrer Nähe. Wann denn? Und wo? Komisch. Das ist äußerst komisch, dass die Zeiten nicht draufstehen. Spannend. Schade, dass das Tor zu ist. In der Tat. Ein schnell dahingluchsender, kaltkieseliger Feld, Wald und Wiesenbach. Er fließt hier noch viel schneller als drüben in Mauswald. Okay. Da drüben sieht es auch interessant aus. Aber hier komme ich nicht über den Bach. Dann gehen wir mal wieder zurück, weil hier geht es eh nicht drüber. Und da war jetzt nicht mehr zu sehen. Pilze. Das sieht aus wie eine kleine Treppe. Aber die Pilze müssten noch ein ganzes Stück wachsen, damit ich am Baumstamm hochlaufen kann. Dann könnte ich auch nachschauen, warum es dort oben schneit. Ja, seltsam, weil ich das nur hier schneit. Ah, jetzt sind wir hier gelandet, alles klar. Was ist das denn für ein Stein? Sitzt ganz fest. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Der sieht aus, als ob er schon vor 1000 Jahren vom Blitz getroffen wurde. Irgendjemand hat da 4 Öffnungen in den knorrigen Stamm geschnitzt. Okay. Und wo sind wir jetzt hier? Soll man damit jemanden rufen? Ja, in der Tat.
Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen haben. Niedlich. Oh, über die kleinen Statuen. Noch eine Statue. Huch. Nein, das wollte ich gar nicht. Nein. Ich wollte mit dem Typen hier reden.